Wenn nun gesagt wird, Allah hat sich doch über seinen Thron erhoben, bedeutet das, dass er dessen bedarf? Das heißt, wenn er der Thron entfernt würde, würde er hinunterfallen? Die Antwort, keineswegs. Denn er ist absolut unabhängig, Samad. Er bedarf seiner Schöpfung nicht. Vielmehr zählen selbst der Thron, der Himmel und der Thronschemel zu seiner Schöpfung. Die seiner bedarf, subhanahu wa ta'ala. Preis sei ihm, weder trägt ihn der Thron, noch stützt ihn der Thronschemel, sondern der Thron und seine Träger, der Thronschemel und seine Majestät, alles wird durch seine unergründliche Macht getragen. So wie die Eigenschaft As-Samad die Vollkommenheit Allahs in jeglicher Hinsicht umfasst, so umfasst sie auch die Abhängigkeit aller Geschöpfe in ihrer Unvollkommenheit von ihm, subhanahu wa ta'ala.